Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, vielleicht außergewöhnlicheren Let's Play, nämlich Let's Play Sweet Amoris. Jetzt fragen sich bestimmt welche, was zur Hölle ist Sweet Amoris? Ich werde es euch erklären. Moment. Okay, es nimmt noch auf. Gut, es nimmt noch auf, so. Also, Sweet Amoris ist eine Online-Seite, wo man flirten kann. Also es ist ein Flirtspiel für Mädchen als Seite. Ja, also wir spielen jetzt, ich habe mich jetzt Melanie Summer genannt, damit ihr mich direkt erkennt, weil ich bin ja Melanie vom The Otis Prime. Und ja, also das ist meine Figur. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, dass ich so in etwa wirklich aussehe. Naja, wobei, ihr könnt es euch denken, ob ich so aussehe oder nicht. Ich werde es nicht sagen. Haha, verkackt. Naja, egal. Ja, bevor ich da anfange, euch das vorzulesen, stelle ich euch ein bisschen die Seite vor. Es gibt einmal hier meine Wohnung. Hier findet ihr alles. Hier kann man Outfit ändern, wenn man mal andere Klamotten gefunden hat. Bisher habe ich aber noch nichts. Hier kann man Spiele spielen, wie zum Beispiel Flower Power. Dadurch kriegt man noch zusätzliche APs. Vielleicht, wenn man Glück hat. Wir sehen auch mal, wie das funktioniert. Das geht dann automatisch und ich habe mal wieder nichts gewonnen. Ich gewinne nie etwas. Hier kommt man auf mein Profil. Ja, bestes Novometer, das erkläre ich euch später noch. Ja, ich habe mich heute erst registriert, also am 10.2. Und ja, wenn ihr meine Freunde werden sollt, fragt mich einfach. Ich würde mich freuen. Je mehr, desto besser. Yay. Ja, hier sind meine Bilder. Bisher habe ich da noch nichts. Sehr logisch, ich habe noch nicht gespielt. Hier finden wir unsere Gegenstände. Ich kann auch den Elefanten hier draufstellen. Ich habe ja das Tutorial übersprungen. Ich wollte euch jetzt nicht mit dem Tutorial nerven. Das könnt ihr auch alles später noch herausfinden. Ja, meine Ringe, die sind später auch noch wichtig. Je nachdem, welchen Ring ihr tragt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr auf den und den Jungen trifft. So, hier noch Nachrichten, meine Aufgaben und ja. Jetzt möchte ich euch aber endlich die erste Episode zeigen. Okay, hier kann man auch noch zu den zu bestimmten Sachen hinkommen. Bank, da könnt ihr dann eure APs aufladen. Ich habe direkt auf 1000 gestellt, damit ich ziemlich schnell durchrushen kann, weil ich möchte euch natürlich so viele Jungs zeigen, wie es geht. Aber ich mache natürlich erstmal nur mit einem so lange weiter, bis ich nicht mehr weiter kann. Also bis die Episoden nicht mehr weitergehen. Wir sind gerade, glaube ich, bei der 13. Episode. Teil 1. Naja, okay. Dann genug Erklärung, fangen wir an. Wir sind übrigens neu auf dieser Schule, auf dem Gymnasium Sweet Amoris. Jetzt müssen wir eine Anmeldung abgeben. Naja. Guten Tag, Melanie Summer. Willkommen auf dem Gymnasium Sweet Amoris. Ich hoffe, du gewöhnst dich schnell in deiner neuen Schule ein. Weiter. Ich schlage vor, dass du zunächst im Schülersprecher Nathaniel gehst. Ich denke mal, er wird Nathaniel ausgesprochen, weil hier gibt es keine Sprachausgabe. Leider, das war so cool. Übrigens, Sweet Amoris ist eigentlich ein französisches Spiel. Also ist eigentlich aus Frankreich. Und heißt dort Amour Sucre. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr Französisch könnt, meldet euch auch ruhig auf. Ey. Meldet euch auch ruhig auf dieser Seite an. Weil da kommen die Episoden natürlich viel früher, weil hier müssen die natürlich erstmal übersetzen. Es gibt auch noch auf Englisch, ich glaube das Brasilianisch, Englisch, Spanisch, Italienisch. Ihr könnt das eigentlich in jeder Sprache spielen. Naja, bis auf Japanisch und so. Also, wer es kann, auf Französisch würde ich empfehlen, wenn ihr Französisch könnt, weil da kriegt ihr wirklich tief Episoden, da sind die, glaube ich, schon bei 15, 16 oder sonstiges. Ich weiß es nicht. Ich habe da nie wirklich drauf geachtet.
muss ich wirklich sagen. Ich bin auch nicht wirklich angemeldet, von daher. Naja. Um sicherzugehen, dass seine Anmeldeunterlagen vollständig sind. Ja, okay. Er müsse gerade im Zimmer der Schülervertretung sein. So, und hier sehen wir auch, wie das Spiel funktioniert. Wir reden mit den Leuten. Ich hoffe, man hört mich noch. Und, ja. Dann kriegt man irgendwann auch Auswahlmöglichkeiten, was man sagt. Je nachdem, was man sagt, wird das Verhältnis zu der Person besser oder schlechter. Ich versuche mich im Moment auf einen bestimmten Jungen zu konzentrieren. Und naja, ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal direkt zu Nathaniel, weil, keine Ahnung, ich habe keine Lust mehr, die Schule anzusehen. Also, direkt zum Schülersprecher gehen. Besonders hier steht B und C. Wo ist A? So, jetzt gucken wir mal, was passiert, was ich was auswähle. Naja, okay, gucken wir erstmal. Steht zur Auswahl. Hey, Nathaniel, bist du da? Hallo, ich suche den Schülersprecher. Hey, hast du hier vielleicht einen Nathaniel gesehen? Ich bin vorlaut. Nein, ich bin nett. Ich mache das sehr ordentlich und höflich. Hallo, der bin ich, Nathaniel. Brauchst du etwas? Die Direktorin hat mich gebeten, wegen meiner Anmeldemappe zu dir zu kommen. Oder du sollst meine Anmeldung überprüfen, das hat die Direktorin gesagt. Ich nehme das erste, die Direktorin hat mich gebeten, wegen meiner Anmeldemappe zu dir zu kommen. Oh, du bist die Neue, natürlich, ich schaue gleich mal nach. Ach, danke. Er dreht sich um und wühlt in seinen Unterlagen, dann dreht er sich wieder zu mir. Es fehlen tatsächlich noch ein paar Sachen in deiner Mappe. Du brauchst noch ein Passfoto und die $25 Einschreibegebühr. Weiter. Und das Wichtigste, wie es aussieht, hast du eine Seite vom Anmeldungsbogen vergessen. Die mit der Unterschrift deiner Eltern, die musst du auch noch nachreichen. Das ist doch schlimm, oder? Das ist doch nicht schlimm, oder? Sind doch nur Unterlagen. Ich habe das selber alles zusammengesucht, bist du dir sicher? Na gut, ich lasse dir das mal hier und komm später wieder, wenn du das fertig hast. Ja, drücken wir mal schön alles Nathaniel in die Hand und wir entspannen uns. Nein. Ich habe das selber alles zusammengestellt. Bist du dir sicher? Wir sehen auch direkt diese Balken hier. Geht ein bisschen höher. Das heißt, wir machen bei Nathaniel ganz viele Pluspunkte gerade. Ist das nicht schön? Ja, Nathaniel ist irgendwie nicht so mein Fall. Im Zweifelsfall schaue ich nochmal nach, ob das Formular nicht in einer anderen Mappe gelandet ist. Du kannst ja schon mal das Geld und das Foto holen. Okay, auf jeden Fall schön, so eine gewissenhafte neue Schülerin zu haben. Ja, freut mich auch. Gut. Alter, da kommt er direkt schon wieder auf mich zu. Will der mich verarschen? Nathaniel, lass mich in Ruhe. Okay. Oh, Melanie Summer. Das klingt irgendwie auch seltsam. Habe ich ganz vergessen, dass mit deiner Anmeldung wird leider nichts. Was? Das soll ein Witz sein, oder? Was? Warum? Was habe ich denn gemacht? Wie bitte? Ausgeschlossen, dass man mich hier nicht nimmt. Das soll ein Witz sein, oder? Ah, hat man das gemerkt? Haha, ganz schön unlustig. Das mit dem Witzen sollst du noch üben. Oder C, D. Haha, aber das ist doch kein Witz. Du hast mich erschreckt. Das mit dem Witzen solltest du nochmal üben. Tut mir leid, ich schätze das vor, nur für mich lustig. Ja. Oh, ein anderes Mädchen. Wehe, du bist unsere Konkurrentin. Naja, gucken wir erstmal, wie sie heißt. Hallo, du bist bestimmt die Neue, oder? Ich heiße Iris. Ich bin bei dir in der Klasse. Hi Iris. Hallo, ich bin Melanie Summer. Freut mich, Melanie Summer. Ich hoffe, du fühlst dich bei uns wohl. Wir sehen uns da später. Danke, bis später. Och, die war aber nett. Okay, begrüßen wir ihn freundlich oder? Naja. Hallo, ich bin neu hier. Ich suche jemanden, der mich ein bisschen herumführt. Entschuldigung. Hallo, ich bin neu hier. Hallo? Hallo? Hallo, ich bin neu hier. Na und? Immer so nett. Scheint einen ziemlich fiesen Charakter zu haben. Immer so nett.
Es geht höher. Klar, vor allem zu 9. Ich bin Castiel. Castiel. Sahneschnitte. Ja, für mich könnte das Spiel sehr interessant sein. Die Männer können sowieso alle abschalten. Guckt euch lieber die anderen Videos an. Ich heiße Melanie Summer. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Melanie Summer. Ich schaue später nochmal vorbei. Bin kaum angekommen und muss mich schon um den Papierkram kümmern. Ja, nur ich das. Haha, ich weiß, was du meinst. Da viel Spaß mit diesem Trottel voll Schülersprecher. Gibt's ein Problem mit ihm? Naja, hab noch nie einen so ernsten und verklemmten Typen gesehen. Das finde ich nicht. Er wirkt sehr freundlich. Da ist vielleicht was dran. Den Paprika musst du wohl trotzdem machen. Sonst lassen die dich nie in Ruhe. Stimmt wohl. Leider. Oh mein Gott. Ist er nicht knuffig, der kleine Knuffi-Knuffi-Kleier? Okay. Hey, Melanie, sag mal, wie geht's? Ken? Der war auf meiner alten Schule. Was macht der denn hier? Was hast du denn hier zu suchen? Gut, und dir? Wie kommst du, dass du auch hier bist? Was zum... Beste Reaktion. Was zum... Da bist du sprachlos, wie? Als ich gehört habe, dass du umziehst, habe ich auch einen Schulwechsel beantragt. Stalker. Hi. Stalker, du hast einen neuen Namen. Ken. Okay. Echt? Das ist ja nett. Dann sind deine Unterlagen also schon vollständig? Das ist ja super, aber ich habe noch zu tun. Das ist ja nicht zu fassen. Willst du mir noch lange überall hin nachlaufen? Gute Frage. Was nehmen wir? Ich will ja irgendwie nett zu ihm sein, aber... ich habe es auf Castiel abgesehen. Aber Ken ist schon irgendwie süß, außerdem weiß ich, wie er später aussehen wird. Oh Gott, Ken wird später heiß aussehen. Google das. Und sag mir. Und sag mir ins Gesicht, wenn es nicht so ist. Ehrlich, googelt es. Oder später Episode 13, da taucht er nämlich wieder auf. Echt? Das ist ja nett. Dann sind deine Unterlagen also schon vollständig? Das ist ja super. Ich habe noch zu tun. Ah, in Ordnung. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, genau, danke. Wie läuft's mit der Mathe? Mappe. Ich hab's noch nicht geschafft zu gucken, ob dein Einschreibeformular nicht doch hier irgendwo liegt. Komm doch gleich nochmal vorbei, ja? Pff, Lass mich doch damit mal in Ruhe, so. Du redest ständig nur von Papierkram. Bist du immer so ernst? Du bist ja echt kein großer Spaßvogel. Die Verwaltungsarbeit ist eben nicht sonderlich unterhaltsam, aber ich sollte mir wohl mal ein bisschen Mühe geben. Ach komm, du kannst bestimmt lustig sein, wenn du willst. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Du solltest mal einen Clown frühstücken, das hilft vielleicht. Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Ich bin ja nett. Nein, nein, du hast ja recht, beim nächsten Mal gebe ich mir ein bisschen Mühe. Okay. Er ist ja süß, aber echt nicht mein Fall. Ja, wie schon gesagt, die Stadt. Ich habe sie euch ja schon mal gezeigt. Und ich sag mal, wir machen hier erstmal einen Cut und gucken beim nächsten Mal, ob wir endlich mal unser Anmeldeformular fertig abgeben können. Ich hoffe es. Nathaniel, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Naja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sweet Amores. Bye, bye.